Ja, das sollte ein Foto werden. Moin am Samstag um 1:15 an meine Klönschnack-Family. Ja, ich bin hier schon seit heute Morgen fix in die Gänge. Ich habe genäht, ich habe nicht gegossen, nicht fotografiert für den Shop. Was zeige ich euch jetzt mal eben? Das ist Sheep Sheep Hooray. Eine lustige Sheep Sheep Hooray Tasche mit drei verschiedenen farbigen Cam Snap Knöpfen, die man auch schön durch Faltboden hinstellen kann, wie so ein Körbchen. Und eine stattliche Größe hat sie auch. Die Maße muss ich noch ausmessen mit einem. Aber das mache ich dann so. Ne? Dann, jetzt kommt das absolute Vintage-Optik. Wunderschön, finde ich. Ein Rosengobelin und Faltboden, wie immer. Dann habe ich hier so einen Umschlag gemacht. Hier sind cremefarbene Druckknöpfe, drei Stück. Und innen ist so 100% Leinen. Das ist richtig so Stabilo Boss. Und die kann man dann auch, ne, wenn man so seine Projekte oder irgendwas da drin hat, so hinstellen. Oder wenn du jetzt unterwegs bist und sagst, dann machst du es zu. Und drei Druckknöpfe, damit auch nichts so rausrieselt. Das ist Janet. Ich finde sie wunderschön, ganz ehrlich. Ich liebe Gobelins, nicht zum Nähen, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, geht's. Sie ist auch relativ groß, kann ich mal eben einmal in der Breite ist sie 36 cm und in der Höhe oben mit Saum gemessen 25 etwa. Also da geht schon was Gutes rein. Chip Chip Hooray hat auch ungefähr die Breite. Dann habe ich hier ja diese. Eine Kalo. Hier hat sie so eine Zierbiese. Gestreiftes Futter, das ist hier auch. Faltboden. Reißverschluss. Ich liebe diesen Stoff. Ich würde jetzt auch keine Stoffe kaufen, die ich nicht leiden mache. Die hier nochmal in größer. Auch drei Gnuckknöpfe. Dann haben wir hier Kato, Kato, Kato. Faltboden. Weil da so Herzchen auf diesen Kätzchen sind, habe ich drei rote. Ne? Das muss der Ton in Ton sein. Und sie sind etwas größer, meine Taschen im Moment. Und hier ist der Clou, das Pünktchenfutter drin. Hat so ein bisschen was von 50er Jahren, ne? Die Katze auf dem weißen Blechdach, so werde ich sie nennen. Auch so zum Hinstellen. Und dann kann man, wenn man möchte, hier eins, einmal lang, aber zweimal umschlagen. Und dann kann man die auch so schön hinstellen. Wisst ihr? Ich kann auch als Brötchenkorb nehmen. 10 Gemischte für Nielsen, bitte. Ja, diese hier ist eigentlich ein Auftrag. Also was heißt ein Auftrag? Ich nehme keine Aufträge mehr an, aber das war ein Wunsch. Da habe ich gesagt, okay, mit Henkel und die Henkel, die ich hatte, der letzte Schrott, finde ich, passten nicht. Da habe ich dann diese hier dran gemacht mit Nieten. Nur, was ich gemerkt habe, ist, wenn man jetzt hier so ein bisschen mehr dran zieht, dann kann man die aufmachen. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Aber wenn du sie mit der Zange drückst, verdrückst du die Niete. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Ich werde da wahrscheinlich mit Textilkleber mehr. Also nur auf den Innenflächen, ne? Dass die Knöpfe safe sind. Mir ist jetzt gerade wieder nämlich einer abgefallen. Kann ich euch da mal zeigen.
Das ist die Niete. Und wo ist jetzt denn ab? Da. So, dann steckt man. Ich werde vorher desinfizieren, bevor ich sie losschicke. Hier ist der Stift. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dann drückt man einfach, warte mal, das Geräusch. So, das war's. Und das, ich weiß nicht, das hält nicht. Also mir ist das zu unsicher. Deswegen würde ich das nochmal fixieren. Und ich weiß auch nicht, ob die Größe genehm ist. Jetzt, ne? Keine Ahnung, muss ich mich informieren. Das, ja, und das mache ich jetzt gerade. Jetzt schreibe ich mir gleich einmal die Maße auf und das kommt dann in den Shop. Auch Häuser kann ich euch mal zeigen, was ich jetzt erstmal fotografiert habe. Wenn das nicht angenommen wird, gehe ich nämlich auf Märkte oder was weiß der Geier. Dieses hier, die Teile sind lose, also die Häuser jetzt, ne? Das ist ja hier Tatort Gartenzaun, Picket Fences. Das Holz ist aus Easy Sticks, das wird mitgeliefert. Und die hier nicht, aber ich will euch das jetzt nur mal zeigen. So könnte es dann aussehen. Aber ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr das möchtet, die Häuser so auf der einen Seite dekorieren und hier eine kleine Vase hinstellen oder nur ein so ein Teelichthalter. Grenzenlos. Ja, das muss ich auch ausmessen noch. Die ungefähre Höhe von den Häuschen, damit man Bescheid weiß. Dann habe ich hier einen. Das ist dieser. Dieser Standardsockel aus Resin. Hier kommt dann ja das Teelicht rein. Da rauskommt, kommt es da rein. Und da wird geliefert einmal dieses Häuschen mit. Und ich habe gedacht, so ein größeres. Kann man dann austauschen sich? Oder kann man sich dann austauschen? Warte mal so. Und ich kriege ja jetzt dann noch andere Motive. Blümchen und ich glaube, Fahrrad und auch diese Dinger mit drei Schienen, dass man das so in 3D machen kann. Zu Weihnachten zum Beispiel eine Tanne im Hintergrund, in der Mitte das Haus und vorne ein Zaun oder Schneemann oder so. Ja, das ist also Deko, die ist austauschbar. Da braucht man sie nicht immer, ne? Ihr wisst schon. Dann habe ich gemacht dieses Teil hier, auch aus Easy Sticks. Und da habe ich von Ranger Stempel, so Nature Stempel. Und dieses Ding, das kann man sich dann so hinstellen oder hinhängen. Ich liefere da dann so ein Ding mit bei. Müsste man sich dann anbeppen oder wie auch immer. Und hier sind aber bei. Moment, mal stellen, dass ich nicht, dass mir das hier runterbröselt. Man muss jetzt nicht alle auf einmal hinstellen. Alles kann, nichts muss. Könnt ihr euch aber auch so hinstellen, dass man zum Beispiel nur zum Beispiel ein Beispiel dieses kleine Haus. Das ist dann die Imkerei, weil links und rechts sind ja auch noch diese Stempel und dann auch mit einem kleinen, ich liebe ja Windlichter, ne? So. Ja, aber auf jeden Fall wird das geliefert, drei Hüsken, drei verschiedene Größen, die kann man sich auch separat irgendwo hinstellen und dann halt dieses Holz. Beekeeper's Home heißt das. Ist mir gerade so eingefallen. Das. Ach ja, und eine Vase ist auch im Programm, allerdings ohne Rose, das war jetzt nur zu Dekozwecken. Die habe ich ja in, also wir können da jetzt Wasser reinkippen und
Da passiert dann nichts, weil das ist mit Tondicht ausgegossen. Also sie ist jetzt nicht nur einfach so eine, ne, Resinvase, sondern. Und das kann man dann auch wieder herrlich dekorieren mit daneben dann so ein Hüsken oder so. Ja. Okay. Ich habe einen Splitter immer. Holzsplitter. Das ist das, was sich gerade so hier rumtreibt. Sind es bei Onkel Dieter? Ich muss noch in den Garten gucken. Ich habe noch nicht nach meine. Seitdem die Pilze da sind, habe ich noch nicht wieder geguckt. Vielleicht kann ich die schon ernten. Spaß. So, das muss ich ausmessen, ausmessen, ausmessen. Das ungefähr weiß. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Achso, und meine Kerzen, ne? Habe ich bei Kölle gesehen. Hatte ich Zinn erzählt. Hier die ist jetzt hier ein bisschen warm geworden. Die ist aber nicht so. Also so, ne? Hallihallo. Wir haben Sand im Po, steht da drauf. Also die ist nicht zum Verkauf, die ist. Aber diese Kerzen, so verpackt, gibt es bei Kölle, ungelogen, für 4,99 das Stück. Müsste ich, 4,99, glaube ich, war das. 4 oder 5,99. Allerdings aus einer Behindertenwerkstatt, das wäre dann da, aber ich meine, ne? So, preistechnisch. Aber wenn das in so eine Behindertenwerkstatt geht, sage ich nichts. Ja. Da wollte ich auch noch ein paar Kerzen mal wieder machen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie, ich muss ja auch das lagern und so. Ich habe zu Sven gesagt, ich mache Fotos, dann werde ich das in Luftpolsterfolie verpacken und draufschreiben, meinetwegen Beekeepers Home. Dann weiß ich Bescheid, im Shop ist das und in der Vorratskiste, sage ich mal, so ein Kasten. Und dann brauche ich das noch rausnehmen, Beekeepers Home. Denn sonst wird das mir hier alles ein bisschen bunt. So nämlich. Das ist nochmal der Auenwald, den haue ich auch gleich in den Shop nochmal rein. Ich finde es bei UD ja immer noch. Dann nehme ich hier den Hund und die Gassi. Na, was hast du geschnüffelt? Zeitung gelesen. Wir sind mal einen anderen Weg gegangen wie sonst. Oh. Dünger für den Garten. Ach so. Ob unser Hund nicht in Hamburg angeleint sein muss. In der Brutzeit wohl wahrscheinlich. Müssen ja auch eigentlich alle Katzen drinne sein. Oder ein Glöckchen tragen. Mein Hund läuft hier 14 Jahre. Und erstmal ist er so blind, der sieht nicht mal mehr Enten. Und die Vögel, die kennen unsere Gänge. Also die kommen uns eher schon hinterher. Ich mache meine Hunde auch nur lose auf Wiesen, da wo keine Vögel nisten. Sollte das Ordnungsamt kommen, dann drücke ich ihm halt 200 Euro ab. Aber ich mache das jetzt nicht, um jemanden zu ärgern oder so. Er ist jetzt an der Leine zum Beispiel und ich mache ihn auch nur ab, wenn mir keiner entgegenkommt. Und wie gesagt, wenn ich seine Frisbee schmeiß, dann, ja, schmeiß ich nicht in den Nester, wo die Vögel brüten. Und meine Katze kann ich auch nicht drinnen behalten, weil die ist es von Anfang an gewöhnt, rauszugehen.
ist so. Und wenn die Frage anfängt mit müsste nicht Odin an die Leine, dann sage ich, müsste das nicht möglich sein, dass Menschen auf der Welt nicht verhungern oder müsste man sich nicht an die Verkehrsregeln halten? Ach, mir egal. Wie gesagt, ich will keinen provozieren. Ich will nur, dass meine Tiere sich wohlfühlen. Und für die anderen Tiere sorge ich auch. Für die Krähen. Ich habe jetzt wieder Wildvogelfutter mit. Runter. Runter. Platz. Nein. Sitz. Platz. Hört nicht mehr so. Bring her. Da ist das Krähenfutter drin in dem Hundebeutel. Und hier habe ich dann noch so, das schütte ich da vorne hin. Hier ein Stückchen. Hol. Da sind die Seerosen wieder. Willst nicht? Dann komm raus. So, jetzt machen wir hier an der Parkbank ein kleines Sit-In. Odin ist weiche Frohlix. So, der ist ein Hals gefallen. Irgendwie beobachtet uns hier eine Elster, die raschelt hier im Baum. Die wartet auch auf Essen. Da ist sie. Noch eine. Komm her, Ellie, Elster. Elster. Oh, zwei. Hier. Herr und Frau Elster. Ne? Hausvater, was machen Sie hier? Pesto. Hausgemachtes Pesto. Was ist da drin? Rucola, klein gehäckselt. Knoblauch. Pinienkerne geröstet. Und klein gehäckselt. Parmesankäse. Ja. Und das wird jetzt vermischt. Lecker. So, wir gehen jetzt mal raus auf die Terrasse. Ich gehe mit den Leuten mal auf die Terrasse. Da sind die Pilze. Ich habe gar nicht mehr danach geguckt. Ich glaube, ich packe die mal nach drinnen, da ist das wärmer. Ich kann sie auch draußen lassen. Meine Windlichter sind abgesoffen. Das sollen Schwimmwindlichter sein. Das ist ganz dünnes Glas. Wer hat denn hier so gewütet? Das ist ja nachts los. Natürlich ist da genug Schärfe drin. Lecker. Selbstgemachtes Pesto. Da. In so eine Glasschale. Ja, die Pilze, die haben jetzt wohl diese komische Aufwärmphase. Ohne die das Socken, da hatte ich schon beide den Schaft fertig
Und dann war irgendwas. Ist ja schon ein bisschen her jetzt. Und ich ribbel das auf und stricke die nochmal. Ja, das Bündchen. Das wird jetzt mal schnell geribbelt. Das ist ja die Opalwolle, die ich das Büsum zwei Knäule gekauft hatte. Schaffen wir ja, glaube ich. Die lässt sich sehr gut, also ich habe jetzt zwei fädig, also zwei Knäule, vierfädiges Garn. Und lässt sich echt gut stricken. So. Abends dann beim Fernsehen. Wenn wir heute schon gucken oder ZDF Magazin Royal. So, gewickelt und wird neu verstrickt. Herrliche Sitzen, Leute beobachten, Kaffee trinken, ein bisschen Radio hören, Bundesliga. Obwohl mich interessiert, erste Bundesliga nicht so. Na. Ich versäume gerade den Mittelalter-Rupfen für eine Gobelin-Tasche, für eine Freda-Tasche. Kannst aber echt so ein bisschen draus machen aus dem richtigen Leinstoff. Hey Lilly, dein Essen ist ein bisschen angetrocknet. Ich weiß nicht, wo du vorhin warst. Musst du gucken, ob du das noch isst. Pass auf, sonst nähe ich dir gleich deinen Schwanz mit ein. Wo warst du denn, Lilly? Wo denn? Wo warst du? Drüben? Was haben die gesagt, Lilly? Haben die dich ausgeschimpft? Lilly, erzähl doch mal. Was haben die gemacht? Jetzt kann ich nicht nähen. Lilly, ich kann nicht nähen. Erzähl mal, was haben die gemacht? Beobachtest du mich jetzt? Hm? Oh. Willst du mal was erzählen? Ein Schwank? Erzähl mal Ronny was. Sag mal hallo Ronny. Lilly. Ich weiß nicht, was du möchtest. Thunfisch? Oder einfach nur mal durchgewalkt werden. Hm? Müde oder was? Katzen werden jetzt gleich erst mobil. Aber du nicht, ne? Du bist ja nicht irgendeine Katze. Du bist Lilly. Du wirst gleich versäumen. Das magst du nicht. Ratter, 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 ratter.
Und halt bitte deinen Schwanz nicht in meinen Kaffee, hatte ich letztens auch. Du bist so weich. Die ganze Zeit warst du nicht hier. Jetzt, wo ich die Nähmaschine wieder rausgekramt habe, bist du wieder da. Aber es ist okay. Wollen wir zusammen Kaffee trinken, Lilly? Hm? Da ist nichts dran. Nee. Nini? Käffchen? Gut, ne? Milliliter. So, Reißverschluss. Ich habe leider nur den schwarzen. Er passt zwar auch, auch von den Farben ist ja dieser Regenbogen endlos Reißverschluss. Müsste ich. Okay. Dort Enkel. Erstmal Verblendung. Ich brauche Verblendung. Nimm ich die oder die? Wonderclips heißt die. Einfach kleine Klammern. Wonder. Statt Stecknadeln. Wonderclips. Verkauft sich besser, oder was? Geiles Wohnmobil. Gideon und Elida sind auf den Spuren von Siegfried und Hagen von Tronje unterwegs am Rhein. Reingold. Sind gestern mit dem Wohnmobil losgefahren. Hat sie mir kleine Videos geschickt und Fotos und so. Top. Die Watte quillt. So. Lass mich sehen. Futter. Mir wie verkacken und auftrennen kannst du es ja nicht. Ne, wenn ich testet, seit wann nähe ich? Seit 3 Wochen. Und dann bestelle ich ein Sandwich. Oberstoff, Reißverschluss, Futterstoff. Und das wird dann zusammengenäht. Da brauche ich aber Konzentration. Das musste ich eben mein OP-Besteck einmal rausholen. Ich habe den Reißverschluss komplett an den Seiten mit zugenäht. Und da habe ich dann hier mein OP-Besteck. Immer muss ich mal eben die. Hat Christin, nee, Alex sich vorhin ausgeliehen, weil er seine Karte da irgendwie auspacken wollte. Und dann, sind das hier liegen und sagt, so ein Mobil haben wir jetzt nicht mehr, sonst würde ich draußen schlafen. Ich sage, ich will dich nachts nicht operieren. Wir gucken noch immer, snappt, wenn Frauen töten. Ich sage, du gibst mir keinen Grund, Sven.
So sieht das jetzt aus. Und jetzt kommt die andere Zentwitz-Seite da drauf. Erstmal wird der Saum gebügelt. Und was sagen die immer? Knappkantig abgesteppt. Knappkantig. So, das Bügeleisen ist an. Einmal ganz vorsichtig drüber. Und der Rest wird genäht. Aber ich habe was gesehen. Nee, schwarz will ich auf den Stoff nicht nehmen. Wunderklammer. Oh, wo ein Wunder, ein Wunder. Sand, Sand, wo? Du stehst drauf. Herrlich. War ich etwas verwirrt, da habe ich eine Nachricht auf Jimdo gehabt. Da ging das um, was wir nachher rausgekriegt hatten, um diese Tasche. Aber gewünscht war ohne Henkel und ohne Frieda. Soll ich sie rausschneiden? Habe ich nicht verstanden, tut mir leid. Oder meinst du den Rosenstoff? Das ist jetzt nicht der. Das ist Rosenstoff-Gobelin extra. Und das andere ist eben halt Frieda. Also, das ist Frieda und. Oh Gott, die sind so schwer. Und das ist Rose. Sehen gleich aus. Man könnte jetzt auch eine Seite Frieda und die andere Seite Rose würde gleich auf, würde gar nicht auffallen. Würde nicht auffallen. So, zweites Sandwich. Oberstoff. Das ist auch immer klasse, wenn man dann das so verwühlt hier und das nicht wiederfindet. Letztens habe ich mir ja schon alles zurechtgeschnitten und brauchte irgendeinen ein Stück Stoff und nimm mir das und schneid das ab. Da war das schon zurecht geschnitten für eine Tasche. Jetzt wird dieses ganze Package zusammengenäht. In einem durch. Aber nah am Reißverschluss. Und ich nähe das ohne Reißverschlusshüschen. Das geht nämlich auch. Gewusst wie. I have a dream. Ah, der Zipper. Nicht der Flipper im Flipper, sondern der Zipper. Boah, da habe ich gestern zu dicht da am Zipper und da flog mir aber die Nadel um die Ohren. Alto Belli. Ich bin aber erschrocken. Du. Knallte nur. Aber das war, seitdem ich die Maschine habe, die erste Nadel, die ich auswechseln musste. Man muss sie ja auch mal so auswechseln, ne? Also, wenn die jetzt so abgekaut sind, als wenn du dann da, was weiß ich, eben halt mit einer stumpfen Nadel. Und letztens habe ich Unterfadenspule, ist auch alles easy bei der Maschine, und das sauber gemacht, Mann, ne? Da hängt sich ja wohl einfach die Kamera auf, vom Video, jedenfalls diesen Pinsel. Und da war ich dann mal so nur, ne, wo die Unterfadenspule ist, so am Rum. Kam aber Mocken raus und kein Wunder, dass sie so geschlagen hat. Nachher lief sie wieder wie Butter. Soll man dran denken, Mann.
nicht immer nur tun lassen, sondern auch pflegen. So, jetzt habe ich das zusammen. Jetzt muss ich knappkantig an der Naht nähen. Nähen. Knappkantig. Ganz knappkantig nähen wir da jetzt einmal längs. Schwierig mit so viel Gobelin. Der Gobelin ist wirklich sehr wuchtig und mächtig. Komm runter. Ja, das ist zu weit weg. Dicht dabei. So. So, das ist die Tasche. Und da werde ich Sie fragen, soll ich da die Griffe dran machen? Will sie sich die selber dran machen? Will sie sie vielleicht auch ablassen oder sich einen Gurt dran machen? Ich weiß es nicht. Ich werde sie anmorsen. Ist sie perfekt? Nein, der Reißverschluss könnte besser sein, aber ich bin ja keine gelernte Schneiderin. Ne? Aber ich finde immer so, wenn man jetzt mit so einer Tasche so geht, so irgendwo, ich bin ja nicht so ein Handtaschentyp. Ich habe meinen Gassi-Beutel und aber so, wenn man so geht und dann, oh, wo hast du die Tasche her? Und die gibt es wirklich nur einmal. World Wide Web. Worldwide meine ich. Ja, ich werde sie gleich nachher anschreiben, wenn ich das nicht vergesse. Eine Frieda ist hier, eine Frieda ist da. Kralala. Alex, Christine und Sven haben sich noch einen Burger bestellt bei Burger Lounge. Ich trinke meinen Kev. Wünsche euch einen schönen Samstagabend. Es ist jetzt 20 nach 8. Amazon kommt noch. Ich habe ihn da 5er hingepackt. Wenn die dann kommen abends, dann kriegen die wenigstens noch 5 Euro. Dann können sie sich entweder Kippen holen oder was zu trinken oder ein Eis oder. Das ist auch mal eine Art Wertschätzung, finde ich, ne? Gruß, Kuss und Schluss und lasst euch nicht ärgern.